Das ist natürlich eine interessante Frage, wie man sich jetzt so einen Riff ausdenkt oder was da an Herangehensweisen gibt. Da gibt es sicherlich viele verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Wie würdest du das jetzt machen? Dein Kollege hat gesagt, schreib mal ein paar Riffs. Wie gehst du daran? Also ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn du sagst, du spielst ein bisschen rum und wenn was gut klingt, nimmst du das auf und hältst das irgendwie fest. Genauso würde ich es auch erstmal, so habe ich auch angefangen. Jeder fängt so an, ja. Wir können da mal reingucken, wie ich das betrachte. Das heißt aber nicht, dass das der ultimative Stein der Weisen ist oder so, sondern das ist, was ich jetzt in den Jahren so mitgenommen habe und wie ich das betrachte, ne? Du weißt ja, ich bin ein Fan von Musiktheorie. Lass uns da mal anfangen. Weißt du, wie eine Molltonleiter geht? Das macht nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Das können wir jetzt ganz einfach klären. Ich zeig dir die mal. Du spielst sie mir jetzt einfach nach. Vom Klang her wirst du sagen, ey, das habe ich schon ganz oft gehört. Wir machen das jetzt auch völlig untheoretisch. Also ich habe in der Musikschule Tonleitern und sowas gelernt, habe dann versucht, das zu übertragen. Wir machen das jetzt mal zusammen. Und zwar, wir spielen die E-Moll-Tonleiter. Wir hatten das ja beim letzten Mal so ein bisschen, ein Tonleiter ist einfach nur eine Auswahl an Tönen. So, du hast diese 12 Töne bis zum 12. Bund, das sind alle Töne, ja. Und wir spielen jetzt eine Auswahl, eine Tonleiter und die geht so hier. Das ist jetzt eine von vielen möglichen Tonleitern. Und ich sage das, weil das sind jetzt nicht die besten Töne oder die richtigen Töne oder irgendwas, sondern das ist eine Auswahl. Und wie du das schon hörst, das kommt dir jetzt nicht super fremd vor. Du hörst vielleicht, dass es, je nachdem, wie du es beschreiben willst, klingt dunkel, düster, manche würden sagen, vielleicht traurig, dramatisch. So, es hat schon einen Sound und je nachdem natürlich, was für einen Stil du spielst, ein Schlager würdest du jetzt vielleicht damit nicht unbedingt gleich schreiben oder so, so ein Mallorca-Hit. Gibt es vielleicht auch im Moll, weiß ich nicht, aber für uns, was wir jetzt machen, wir wollen damit einfach rumexperimentieren. Und warum brauchen wir diese Tonleiter? Weil es dir erstmal einen Rahmen gibt, so ähnlich wie du hast ja schon improvisiert mit der Mollpentatonik, so ist das hier auch, die gibt uns erstmal einen Rahmen, welche Töne wir erstmal verwenden können. Wie gesagt, es sind nicht die besten, man kann auch die anderen Töne alle verwenden, kein Problem, aber das hilft uns erstmal, so ein bisschen rumzuspielen. Das wäre das Erste, was du jetzt machen kannst, okay, was kann ich denn hier für Töne finden? Ja, so kannst du ja mal, während ich schreibe, so ein bisschen rumprobieren, dass du mal hoch, mal runter gehst, kleine Melodien suchst, probier mal ein bisschen damit rumzuspielen, mach mal einfach. Du kannst am Ende das ganze Griffbrett benutzen, ja, aber erstmal nur, dass man irgendwie anfängt zu gucken, okay, was habe ich denn hier? So als hätte die Gitarre nur eine Seite, machen wir mal. Und jetzt hast du schon was Cooles gespielt, du hast so... So ein bisschen mit der Leerseite und so, und genau da wollen wir nämlich hin. Das scheinst du schon von den Sounds, die du hörst, nämlich die Musik, die du hörst, zu kennen. Ah, da kommt immer was Tiefes, dann so ein paar hohe Töne. Und genauso funktioniert das, ja. Und so könntest du jetzt anfangen. Man kann die tiefe E-Seite öfter spielen, weniger. Und jetzt kann man einfach rumexperimentieren. Was auch immer, das habe ich jetzt spontan erfunden. Ich habe einfach so hingehört, probier mal. Okay, jetzt hast du schon eine Möglichkeit, ne? Das hast du ja alles irgendwie schon mal gemacht, bloß du hast wahrscheinlich vorher mal den Bund und jetzt hast du wie so eine Einschränkung, eine Auswahl. So, und weil wir diese Molltonleiter so gut im Ohr haben, ja, das ist so das Gegenstück zur Durtonleiter, das ist das, womit wir in unserer Kultur aufwachsen, klingen die anderen Töne jetzt, wie soll ich es ausdrücken, die klingen jetzt besonders. Entweder besonders schief oder besonders aggressiv oder besonders schön, je nachdem, wie man das empfindet, ja. Aber wenn ich jetzt einfach... Der erste Bund, oh, der knallt voll rein, der ist aber auch geil, also... Der hat jetzt viel mehr Kraft, weil dein Ohr erwartet, okay, ich kenne die Tonleiter. Wow! Und so kannst du jetzt, wir machen das ganz unwissenschaftlich, untheoretisch, die anderen Töne, die sind jetzt irgendwie, die haben jetzt eine Besonderheit. Die klingen ein bisschen raus, das kann aber cool sein. Sechster Bund, oh ja. Der klingt kräftig, ne? Ja. Im Prinzip habe ich dir jetzt nichts Neues beigebracht, außer dass du eine Tonleiter als Grundlage nimmst und dann damit rumspielst und die Töne zusammen suchst. Und genau so würde ich anfangen. Jetzt kannst du aber alles, was du mit einzelnen Tönen machst, kannst du auch mit Powerchords machen.
Das wäre jetzt das Nächste, dass du sagst. Ist das mit, anstatt, machst du halt. Anderer Sound. Du kannst das alles schon, du weißt das alles schon. Jetzt ist deine Kreativität gefragt. Ne? Und warum habe ich dir nochmal, ich sag's nochmal, warum habe ich dir die Molltonleiter? Die ist jetzt erstmal nur der Rahmen. Und wenn du sagst, nee, der Ton, der ist mir nicht cool genug dazu. Ich höre da einen anderen, dann spiel einen anderen. Also wenn du so... Die sind mir alle zu schön. Ich brauche... Ich will mit Absicht so einen falschen, schiefen. Ich brauche diese Aggressivität in meinem Sound. Nimmst du so einen anderen. So, ja. Also das ist so ein bisschen, wie ich das denke. Ich habe nämlich auch in der Musikschule diese Tonleitern gelernt und habe dann halt festgestellt, dass in manchen Riffs, da kommt doch aber der Ton und der Ton. Dann gibt es noch ganz viele andere Tonleitern. Da kommt dann das F vor, dann gibt es eine Tonleiter, wo das Gis vorkommt und so weiter. Und dann dachte ich, naja, warte mal. Eigentlich vom Sound her ist es immer die, also ich habe früher ja auch Metal gemacht, ne? So, war großer Metallica-Fan und Megadeth-Fan und habe gedacht, na, eigentlich ist es immer dieser Moll-Sound. Und die anderen sind so als Farbtupfer dazwischen. Das heißt nicht, das ist jetzt nicht die ultimative Wahrheit, sondern so habe ich das empfunden. So als die siebte, die große Septime, das Dis, das klingt ganz anders. Ja, das macht dann die Besonderheit aus, weil wenn ich nur in Moll geblieben bin, dann wurde es irgendwann so langweilig. Ne? So, es klang immer alles gleich und so. So, und damit hast du jetzt schon viel, was du machen kannst, rumexperimentieren kannst. Natürlich, du kannst das jetzt auch auf die anderen Seiten übertragen, weil diese E-Moll-Tonleiter, die gleichen Töne, die gibt es natürlich auch hier. Und dann hast du auch... Kannst du hier Riffs und überall, theoretisch geht das überall, ne? Das wäre jetzt erstmal das Erste, was mir einfällt. Und der Rest ist jetzt eigentlich Kreativität, Rhythmus. Wo machst du mal schnelle Töne? Gibt ja auch, weiß ich, hast du schon mal diese Galopprhythmen geübt? Dieses... Das fügst du da jetzt noch dazwischen und dann hast du... Wo auch immer du da Bock hast, ne? Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage, wie man dann auf das nächste Riff und so weiter kommt, ja? Ein Ansatz ist, zu sagen, man baut aus dem, was man schon gemacht hat, es geht um Struktur, ja? Es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben. Lass uns mal, denk dir mal ein relativ einfaches Riff jetzt aus, kann spontan sein, muss jetzt nicht das Geilste sein, aber wir versuchen mal zu basteln und ich versuche dir mal so ein paar Hinweise zu geben, ja? Denk dir mal ein Riff aus. Sowas? Das ist jetzt natürlich alles Geschmackssache, wie kompliziert du deine Musik haben willst. Pass mal auf. Was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe gespielt. Soweit klar. So das Zweite. Und jetzt wiederhole ich wieder das Erste. Also, das muss man nicht so machen. Am Ende kannst du machen, was du willst, ja? Aber jetzt vom Höreindruck ist das, wir haben ein A, eine Idee A. Idee B. Jetzt wiederhole ich A, weil dann sagt dein Gehör, ach, das habe ich doch schon mal gehört, pass auf. Oder ich mach's mal umgedreht, ich spiele immer was anderes. Was spielt denn der? Das ist ja völlig wirr. Ja. Wenn ich das aber wiederhole... Durch die Wiederholung, du hast ja selber gerade gesagt, weniger ist manchmal mehr. Durch die Wiederholung gibst du dem Hörer die Chance, das erstmal zu verarbeiten. Der hört das ja gerade zum ersten Mal. Der hört. Jetzt ist das Zweite, das ist schon eine Variation davon, aber so ähnlich, weil die Idee ist,
da, da, da. Es geht was nach unten und bleibt stehen. Der Rhythmus. Da, da, da. Dann wiederholst du den Rhythmus. Ba, 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 aber mit anderen Tönen. Wenn man das jetzt so weiter treibt, wenn man das jetzt noch ein paar Mal macht, dann wird es auch wieder langweilig. Also, ja, blöd. Und deshalb kommt als Viertes jetzt in dem Beispiel was komplett anderes. Unsere Idee ist, wenn du so willst, wir haben A, Idee A, dann kommt, nennen wir es A', da kommt was, das ist so ähnlich, dann kommt wieder A und dann kommt was komplett anderes, C oder B von mir, B ist das. A, A', und dadurch bekommt das beim Hören Struktur. Du musst die nicht im Vorfeld überlegen. Du kannst ja erstmal Ideen sammeln. So würden die meisten das machen. Du spielst irgendwas, bist auf was stößt, das ist geil. Cool, hältst du fest. Stößt auf was, hältst du fest. Geil, so, bis du ein paar Ideen gesammelt hast. Wenn die Ideen alle in, sagen wir mal, in E-Moll jetzt sind oder E-Moll plus die coolen Töne sozusagen, dann passen die ja auch tonal zusammen vom Sound her. So, weil es alles E-Moll-Ideen sind. Es klingt nicht so, als ob du plötzlich in einen anderen Tonart gehst. Ich mache ein ganz schlechtes Beispiel. Du spielst. Da hörst du, hä, was denn jetzt? Ich bin jetzt nach A-Dur gegangen. Da sagt dein Ohr, was ist denn hier passiert? Also wir sind völlig raus. Wenn ich aber Ideen aus E-Moll, wenn ich darin bleibe, dann hat dein Gehör nicht das Gefühl, ey, der ist jetzt völlig woanders, sondern das hier. Es war auch alles E-Moll-Töne. Das muss man auch nicht immer so machen. Es gibt auch Songs, die gehen mit Absicht irgendwann komplett woanders hin, um das Ohr wieder rauszureißen. Aber jetzt für den Anfang. Das heißt, du kannst erstmal Ideen sammeln und dann gucken, wie die sich miteinander verbinden, wie die klingen miteinander. Und da hilft halt auch, einen Kontrast zu schaffen. Also ich habe vorher mit Akkorden gearbeitet. Und im zweiten Riff habe ich dann Einzeltöne. Kontrast, Akkorde, dann wieder ausgedünnt mit dem einen. Der Hauptgedanke beim Komponieren oder so ist, ja, oder in der Musik generell, gibt es drei Hauptelemente. Wiederholung, Variation, Kontrast. Variation, Wiederholung, Variation, Kontrast. Und die Wiederholung dient dazu, dass der Hörer hört, ah, das kenne ich schon, das schafft Vertrautheit. Weil wenn du immer was Neues erzählst, ist es weg, sozusagen. Dann kann dir keiner folgen. Es ist wie wenn ich auch eine Geschichte erzähle. Es war einmal ein kleines Mädchen, das lebte im Wald. Der Wald war riesengroß und in den Bergen. Und in den Bergen stieg die Luft auf. Die Luft war weiß und sie hatte Tröpfchen. Und die Tröpfchen, die bestanden aus Atome. Und die Atome, die waren so gebaut, dass sie im ganzen Universum sich miteinander verbanden. Das nannte man Quantenphysik. Und die Quantenphysik, die braucht aber noch Jahre, um entdeckt zu werden. Denn die Urmenschen wussten nicht, was Quantenphysik ist. Die Urmenschen dagegen haben das Feuer entdeckt. Und Feuer ist Rauch. Und du fragst dich jetzt, wenn ich das so erzähle, hä, was hat denn das mit dem kleinen Mädchen im Wald? Das ergibt keinen Sinn. Deshalb erzählst du bei einer Geschichte, es war ein Mädchen, das wohnte im Wald. Und in diesem Wald, da war es dunkel. Und das Mädchen, jetzt holst du das Mädchen wieder vor, du wiederholst das. Du kommst wieder auf das, was du schon mal gesagt hast. Und die Wiederholung gibt die Chance, das zu verstehen. Die Variation ist im Prinzip auch schon wie eine kleine Wiederholung, aber damit es nicht so langweilig wird. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich kann dir was erklären. Ich kann dir was erklären und wenn ich dir was erkläre, dann kann ich versuchen, ich kann dir das erklären, indem ich immer wieder dasselbe sage. Dieselben Worte benutze. Eigentlich sage ich nichts Neues, ich wiederhole mich immer nur, aber benutze immer andere Worte dafür. So, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt, aber ich habe das Wiederholen variiert sozusagen, ne? Weil zu viel Wiederholung ist langweilig. Mein Lieblingsbeispiel ist Hänschen klein, der Rhythmus, der geht. Ah, cool, das ist eine geile Idee. Ba, ba, ba. Dann wird die Idee wiederholt.
Wenn ich das jetzt aber nur mache, wird es langweilig. Pass auf. Ah, Schnorch. Also was macht Hänschen Klein? Der macht... Ah, der macht... Okay, ich habe meinen Rhythmus. Da, da, da. Dann wiederholt er das. Da, da, da. Jetzt denkst du, das kommt nochmal. Da, 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 da. Jetzt kommen wir auf 4. Fuck. Und dann wird erst das wiederholt. Das ist A, A, B, A. Und das macht das so genial. Und im großen Verbund ist es sogar Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Das ist die erste Idee. Jetzt wird das variiert. Es ist nicht exakt dasselbe, aber fast. Pass auf. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut. Und das Ende ist ja wohlgemut. Ist anders. Der Schluss ist ein bisschen anders, weil es sonst zu langweilig wäre. Du hast quasi eine Idee, die wird ein bisschen variiert, dann kommt was komplett anderes, aber Mama weinte sehr, hat ja jetzt kein Hänschen mehr. Komplett anders. Und jetzt greift es aber wieder auf das, was du schon kennst, zurück. Da, 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 da. Also, ich weiß nicht, ob du das noch vertiefen willst, da gibt es noch ein bisschen was zu sagen. Lass uns mal eine kleine Melodie nehmen, und zwar... Ich brauche mal ein Beispiel. Ich muss mir kurz eins ausdenken, damit wir damit arbeiten können. Ja, wenn man sowas. Das ist unsere Idee. So, was wir jetzt machen, das nennt sich motivische Verarbeitung. So, klingt sehr wissenschaftlich, aber ich bin ja auch Musikwissenschaftler. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!